herzlich willkommen. Es ist mir eine große Ehre, heute hier stehen zu dürfen. Ja, also ich möchte mich in erster Linie bei Wolfgang Ebus bedanken, dass er mich im vergangenen Jahr gefragt hat, ob ich dieses Eventformat übernehmen möchte. Und ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, Mensch, es gibt so viele Frauenveranstaltungen schon und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages habe ich mit anderen Frauen dann darüber gesprochen, mit Kundinnen, mit Freundinnen, mit anderen Unternehmerinnen. Und die haben mir alle gesagt, ja, wir brauchen sowas. Und zwar was für Führungskräfte und Frauen in Führungspositionen, die zum Beispiel in Männerdomänen ziemlich einsam sind. Also ich wünsche wahnsinnig viel Spaß und herzlichen Dank. Ja, ich bin heute sehr gerne hier, weil ich bin ein großer Fan von Frauennetzwerken und heute ist ja eine Königsklasse sozusagen, die Frauen aus Hamburg sind hier zusammen und es ist ein ganz, ganz tolles Geben und Nehmen. Wir connecten uns hier sehr gut und arbeiten dann später auch gut zusammen. Ja, es ist schon sehr schön, wenn es eine Plattform gibt und deswegen ist es natürlich toll, wenn jemand einlädt und alle zusammenführt und man neue Kontakte machen kann und alte Kontakte festigen kann. Von daher ist so ein regelmäßiges Zusammentreffen sehr, sehr sinnvoll. Ich denke, dieses Event ist schon eine wichtige Sache, dass die Frauen sich vielleicht auch mal mehr trauen, sich ein bisschen selbstbewusster darzustellen und zu zeigen, dass sie die gleiche Kompetenz und das gleiche Wissen haben, was Männer auch haben. Ja. Netzwerken der Frauen ist immer noch ein Thema, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Die Männer machen das viel mehr und ich bin aber der Meinung, wir Frauen können es und wir können es auch besser. Ist das Thema Working Moms. Spannendes Thema, weil es gibt viele Karrierefrauen, die einfach auch Kinder bekommen haben, vielleicht auch Kinder bekommen. Und diese Frage, wie schaffe ich diesen Spagat?